Moin Moin! Weiter geht's mit Digimon World Redigitized. Ist auch wieder eine Weile her. Ja, schon eine längere Zeit, ja. Wir müssen uns echt dran... Ja, es uns kam in den einfach Popo zu treten. Viel dazwischen und so alles, privat und so. Und, ja, mein Gott, kann mal passieren. Ich denke, da hat man doch ein bisschen Verständnis. Hauptsache ist, es geht weiter und pausiert nicht oder wird abgebrochen. Wobei eine Pause ist ja nicht so schlimm. Wir wissen ja auch, wo wir hin müssen. Ins Vulkangebiet war das, glaube ich. Mhm. Ne? Also Feuergebiet, nicht Vulkangebiet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hieß. Guck doch auf der Karte. Ja, stimmt, die haben wir ja alle. Naja, außer auf dem Feuergebiet. Das war doch jetzt bei der Wüste. Nein, ich muss aber erstmal gucken, wie die Wüste nochmal heißt. Wo war jetzt die Map? Da, rechts, ja. Also doch, Gravel Wasteland. Ja, Wasteland, klar. Ah, ich voll Idiot. Meistens ist es immer das in das Gebiet, wo man so, also relativ spät kommt. Das ist dann meistens bei der Auswahl auf meiner Seite. Ja, ist ja auch logisch, ne? Kann man aber erstmal positionieren. Lauf, lauf. Doofes Lyriker, huhu. Es kämpft doch eh nicht gegen uns, also nicht großartig. Aber ich muss nicht so wirklich verstehen, warum in dieser Wüste eine Glühbirne rumliegt. Ich meine, sieht ja nett aus, aber naja, es ist eine Glühbirne. Durch den Kaktus kannst du sogar, glaube ich, durchlaufen. Apropos Kaktus, Kaktus. Nimmt man immer gerne mit. Ah, schade, dass man keine Fußspuren hinterlässt, aber naja, PSP-Spiel. Ja, deswegen, ne? Also heutzutage, wenn man... Oh, ja. Wobei ein, zwei hätten schon gehen können. Ah, ja, nein, das will natürlich schon kämpfen. Oh, Mist. Oh, sogar noch ein Garudamon mitgenommen. Das ist ja aber mies. Oh, wir ziehen die Weg, ja. Wir haben halt noch nicht die Supertechnik. Ah, eins muss man leider sagen. Also die Größenunterschiede und so, die passen ja klar. Weil Garudamon ist eigentlich, selbst mit Mach-Garudamon und Bantioleumon zusammen, deutlich größer. Ja, aber man muss sich ja eine gewisse... Ich weiß. Einheit haben. Trotzdem hätte Garudamon ein bisschen größer sein können. Das passt doch so schon fast gar nicht mehr hier drauf. Die Attacke eigentlich einsetzen. Na gut. Jetzt tust du ja beide, glaube ich. Bam! Das hat ordentlich abgezogen. Garudamon hat schon das zeitliche gesegnet, Garudamon jetzt auch. Sehr schön. Ah, nichts gelernt. Aber im Titel, wow. Kann ich mir auch super was von kaufen. Was bringt uns das? Nix. Was wollte Garudamon nochmal? Ich glaube, er wollte kämpfen. Bitte nicht. Wir wollten doch ins nächste Gebiet, Wargrobon. Lasst uns nicht aufhalten. Ah, okay. Wir lernen uns mit der Technik. Und kommt in die Stadt, oder? Doch. Gut so. War es eine sinnvolle Technik? Das war Kriegsgebrüll. Na, dann glaube ich nicht. Wenn das wie ein Wort ist, Kriegsgeschrei, das pusht dich nur. Ja. Ja. Ich glaube, die konnten wir die schon oder konnten wir die noch nicht? Keine Ahnung. Eigentlich müssen wir ja dadurch, aber ich glaube, wir hatten das Rotamon noch nicht, ne? Deswegen mal hier ein bisschen Speed. Ich glaube nicht. Das war ja hier hinter. Wir hatten es in dem der vorigen Part erwähnt gehabt, was man machen muss. Ja, das hatten wir ja schon. Doch, okay, hier. Doch, dann hatten wir es wohl doch schon. Gut, dann ignoriert das. Und wir gehen hier. Lauf! Ja, toll! Halb so wild, halb so wild. Das passiert, wenn man zu schnell macht. Ach, also. So. Wie gesagt, das war jetzt ja nicht mit eingeplant. Wir wollen ja ein bisschen was erreichen. Ja, bei so unwichtigen Kämpfen darf man das, denke ich, ruhig mal machen. Ich meine, das guckt man sich ja jetzt nicht unbedingt an und sagt, oh, toll! Man guckt das Let's Play bzw. das Spiel ja auch nicht unbedingt in den Kämpfen. Nee. Also vielleicht, wenn man Digimon jetzt vorgekommen ist, also was man noch nicht gesehen hat, dann guckt man natürlich mal und sagt, oh, so sieht das im Spiel aus und so, oder was ist das für eins? Aber ich meine, ganz ehrlich, ich würde mir jetzt nicht 300 Mal so einen Kampf angucken, ne? Ich lese sie jetzt zwar nicht vor, aber ich zeige sie zumindest mal ganz kurz durch. Ich glaube, er hat auch nichts Interessantes gesagt. Genau, er redet eigentlich nur wegen der Technik. Eben, also die einzigen interessanten Mails sind eigentlich nur die von halt den Charakteren, genau, und Digimon, damit man weiß, wo man hin muss und was man machen muss und weil die ein bisschen Charakter haben. Und sonst eigentlich, ja, nur die von der, von dem Mülldatentyp da. Also Nikos Vater war es ja, kann ich ja sagen, ne? War ja schon bekannt. Ja, natürlich. Mirai hat sich halt hat sich bei uns bedankt.
Und ja, dass wir zusammenarbeiten, bla bla bla. Also nichts Relevantes. Ja, die Story ist halt auch leider wieder recht dünn gesät. Na, zum Ende hin kommt ja noch ein bisschen was. Ich weiß. Ich habe auch so das Gefühl, dass so Nico und Mireille, die haben so sich selbst ignoriert. Das war eben eigentlich nur, sie sprechen mit uns. Sowas mag ich irgendwie nicht. Also ich mag das auch nicht in anderen Spielen, wenn du da irgendwas Story-Relevantes hast und dann jemand mitnimmt und derjenige dann gar nichts sagt und der auch auf den gar nicht eingegangen wird, weißt du? So als ob, ja, ist doch scheißegal, ob du jetzt gerade den Person A oder B mitgenommen hast und der steht einfach nur rum. Und es ist so, als würde der nicht existieren. Warum hast du jetzt eigentlich gegen Meramon gekämpft? Weil wir vielleicht eine Technik lernen. Weil Bancho Leomon kann ja trotzdem ein paar Feuertechniken. Hast du Bancho gesagt? Bancho. Bancho. Das ist kein FCH. Show. Bancho. Bancho ist doch richtig. Bancho. Nicht Show. Aber warum? Schmetterling sagt man auch Show. Ja, Bancho, aber das ist, ach, egal. Mein Gott, aber das Show ist ja dabei bei Schmetterling im Japanisch doch am Anfang. Ja, okay, vielleicht deswegen. Ja, würde ich doch meinen. Ja, zumindest weißt du, dass da ja meine Betonung kam. Ja, ja, ist schon okay. Und ist nicht einfach... Boah. Kacken. Er geht kacken, Junge. Ich Autopilot, das wäre fatal. Naja, es wäre nicht fatal, aber es wäre ein bisschen störend. Weil dann hätten wir die ersten paar Minuten ja jetzt irgendwie in den Sand gesetzt. Da ist nichts. So Gänge, die aber nur so da sind, das ist schon doof. Und da finde ich es auch immer so schade, dass man da voll nicht so vorne hinkommt, Berg. Leider. Das hätte schon irgendwie. Naja, es soll ja nur zeigen, dass er gegenüber quasi. Ja, ich meine aber nur, dass man da nicht so vorne hin kann, um sich die Umgebung. Achso, das meinst du, ja. Es sieht schon so aus. Und ja, das können wir jetzt natürlich nicht tun. Haben wir nicht eine Feuerattacke? Wir brauchen keine Feuerattacke. Ah ne, Wasser brauchen wir, ne? Ja, ja, und Wasser kann Bancho Leomon nicht, soweit ich weiß. Nein. Ja, doch, schon, bei hier. Aber hat er nicht und würde hier auch nicht lernen. Weil ja, der gute Nailamon da, der ist warm. Sieht man auch. Und die braucht halt so ein bisschen Abkühlung, aber das haben wir ja nicht. Da. Und dann kommt sie natürlich in die Stadt. Wer hätte noch nicht da? Sofort, nein. Ja, stimmt, ich glaube, die braucht auch ein bisschen. Nein, das war doch hier mit dem Blue Meramon. Ah ja, okay. Aber nicht dass mit dem da. Das dann noch besiegen muss und dann kommt er nicht. Ja, der ist Virus, glaube ich, also passiert ihm nichts. Ich finde aber cool, dass du so diese Glutstücke da so ein bisschen rumfliegen. Das zeigt dir dann schon, wie heiß es hier drin ist. Ne? Das ist nur das Klo. Okay. Ja, okay, ich will nicht wissen, wer da reingeschissen hat, damit man da so ein Warnsignal. Moment, ich will da ein schönes Thumbnail für haben. Boah. Nee, ja toll. Bancho Leomon steht genau davor. Ich werde es irgendwie raussuchen. Da habe ich keine Ahnung, was dran steht. Irgendwas mit giftig und so. Giftig. Unrelevant giftig. Auf jeden Fall. Aber warum ist das so gefährlich hier in so einem Vulkan? Nee, das ist nur da beim Klo gefährlich. Das da unten aber auch eben, da hieß es doch, dass es hier giftig ist und so. Das ergibt doch keinen Sinn. Da steht auch was. Das konntest du sogar lesen. I serve, go ahead. Ja. Tag, Wargrower. Der wird uns angreifen. Ah, nee, nein, wird er nicht, er ist ja Virus. Wir sind Casino. Ich pass trotzdem auf. Nein, nächstes Gebiet, oder? Ne, ich würde hier, ja. Glaube ich. Ja, hier oben wieder. Klar. Sieht nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Guck mal, da oben sind irgendwelche komischen Kapseln. Da hast du wahrscheinlich deine Antwort, was da so giftig ist oder so. Ja. Hm. Ist das Hunger, schätze ich. Ja, hat's auch. Dann erstmal. Jetzt hier von noch einen, weil du schön fett bist. So fett sieht er gar nicht aus. Da steckt er alles in seine Energie, in seine Muckis. 60 Jahre, okay, das geht noch. Ja, wobei für so einen Löwen ist das schon. Naja, gut, die sind ja auch ein bisschen träge, ne? Ja, extra für Risa. Man könnte das Design zweideutig also, betrachten. Sieht aus wie eine Knarre. Ganz ehrlich. So hier von Mega Man irgendwie so. So der Arm, der dann zu so einer Knarre wird. Ja, eine rote Rakete. Ja, müsste schon runtergehen. Man sieht ja da unten schon.
Aber wir gehen erst hier hin. Was überhaupt? Ja. Müsste sich Banjo Leomo nicht normalerweise eigentlich so die Füße verbrennen? Ich meine, es ist ja schon ziemlich heiß, ne? Ah, interessant, dass er und sie jetzt auch hier sind. Ja, weil die ja natürlich trotzdem zu uns halten und alles. Weil es ging ja nur darum, zerstören oder behalten. Und ja, aber dass die trotzdem jetzt auch hier sind, ich weiß nicht. Darum mal abgesehen, dass deren beiden Digimon ziemlich schwach sind. Diese Zähne. Aber dass alle denken, dass wir diesen Memorial Stella klauen oder zerstören wollen. Ja. Weil er ist nämlich auch wieder der Wächter da, der Beschützer. So, Banjo Leomo. Wobei 1, 2 waren ja so, dass entweder die auch manipuliert worden waren, hier 1, 2 und am Anfang war ja auch Vitium auch da. Also als kleines einmal und einmal als großes. Tja, Banjo gegen Banjo. Unser Banjo Leomo ist cooler. Ja, wegen dem Hut, ne? Und der Krawatte. Genau. Und den Minis. Was man ja leider nicht so gut sieht. Och, eigentlich schon, aber dafür müsste er sich ja anders umdrehen. Attacke voll. Das ist gut. Attacke voll. Toll. Wir haben sie zuerst voll und trotzdem kommt der da zuerst. Egal, wir haben uns gut verteidigt. Oh, komm schon. Jetzt aber. Dann geht der Kampf deutlich schneller. Critical! Stirb! Mist. Ich hab zu leicht gegeben. Also man sollte, wenn man hier gegen Banjo Leomon kämpft, auf jeden Fall schon ein halbwegs gutes Mega-Level haben oder auf jeden Fall sehr viel zum Heilen. Ne? Also man merkt, er kann ja zumindest nur Nahkampf attacken. Also wenn man denn normalerweise da oben... Ich hoffe eigentlich, dass er noch was anderes einsetzt, damit wir was von ihm lernen können. Ja, du kannst ja trotzdem mal kurz einmal nein, nach unten nicht drücken, aber da. Weil wenn man darauf geht, dann kann man ja auch aussuchen, wo es hingeht zum Beispiel. Genau. Da kannst du es wegbewegen. Da kann man schon so der einen oder anderen Attacke... Dahin. Ja, du hast sowieso gerade irgendwie... Ja, ach nee, jetzt ging ja nur beim 3DS. Weil da kann man ja ein bisschen mehr mit der Kamera spielen, sag ich ja, mal. Ja, hier leider nicht. Hier kann man nur so minimal. Hier stört es doch ein bisschen. Ja, doch ein bisschen geht. Da, so. Wir ziehen mehr, obwohl er sich gepusht hat vor allen Dingen. Na komm, noch einmal und dann ist er tot. Bravo. Keks kriegst du jetzt aber nicht, du ein Autopilot. Gerade eins der sinnlosesten Dinge. Aber ganz ehrlich, dieses Blättchen-Strohhalm-Ding, das sieht da schon sehr komisch aus. Vor allen Dingen da oben auch wirklich sehr groß, würde ich mal so sagen. Aber ich muss sagen, im Artwork gefällt mir Banjo Leomon auch nicht besonders. Ich glaube, ich bleibe beim Anime. Und wieder ein Teil. Garbage 09. Was passiert? Mein Herz, mein Wille, mein Selbst, ich kann es nicht kontrollieren. Vitium, ist es in mir drinne? Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Da steht zwar nur, it can't, also ja, es kann nicht, aber wir wissen ja, dass das trotzdem verdeutscht. Ein bisschen spät, Leute. Na, verdeutscht wäre es trotzdem nochmal die Wiederholung. Genau, wenn wir nicht zusammenarbeiten, können wir es auch nicht schaffen. Du hast recht, Akio. Gut erkannt. Die Garbage 10, das ist ja das aus dem Eisgebiet, das wir auch hätten machen können, aber genau. Sie hat sich da jetzt mit einem Digimon angefreundet und dadurch das heißt, um ins Eisgebiet, also um die Story dafür zu haben, muss man das Spiel dann ja nochmal spielen, ne? Ja. In meinen Gedanken ist Geschichte. Ich wurde geboren. Also so, das klingt vielleicht, meine Gedanken sind wie eine Geschichte. Oder sowas in der Art. Ja, kann sein. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja, ja. Und ja, dann wurde ich abgestoßen in eine ewige Einsamkeit hineingetaucht.
Das klingt komisch. Na, das kriege ich jetzt nicht ganz auf der Reihe, aber halt auf jeden Fall, dass er das Gefühl, so ein bestimmtes Gefühl, das erste Mal erst lernt. Weil ich weiß jetzt gerade nicht, was nochmal Circumstance bedeutet. Was meinst du, welches? Hier. So Circumstance. Das, also das zweite direkt. Das ist eine gute Frage. Mein Englisch ist ja nochmal schlechter als deins. Und das letzte halt, wir können die Entscheidung, die die Menschen getroffen haben, mich definieren. Klingt ja irgendwie, als ob, weiß ich nicht, sich eher jemand in Vitium verwandelt hätte, oder? Nee, sondern es hat ja einen eigenen Willen quasi. Und wie können die Menschen selbst entscheiden, dass das böse ist, obwohl es für sich nichts Böses tut? So könnte man das, denke ich, verallgemeinern. Das sind zwei verschiedene Seiten halt. Zwei Ansichten. Na. Und vorher nehmen sich die Menschen das Recht, das zu entscheiden. Oh. Ja, und dahinter ist auch schon das Binary Castle. Nicht, wie sie da steht, aber extra so auf ihren Brüsten. Naja, wie würde man da sowas trotzdem machen? Achso, du meinst das Artwork. Ja, ja, natürlich, das meinte ich gerade. Das Modell. Nee, bei dem Artwork und der Arm war auch total dünn, aber extra so, ne? Ja, stimmt, irgendwie, sie hat einen ziemlich dünnen Arm. Das müsste eigentlich Knick machen. Ist mir vorher nicht so aufgefallen. Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal erwähnen. Ja, passt, der wäre mir ein Bancholeum. So. Ja. Den dann hier ist dann doch nichts mehr. Ja, den holen wir uns jetzt. Also holen. Besiegen noch das Blumenmeer. Boah, ich habe mich damals so aufgeregt. Immer wenn ich Meramon hatte, ich habe ja nichts gegen Meramon, ne? Es sind grundsätzlich bei mir immer Blumenmeramon. Und das habe ich so oft hintereinander gekriegt, da habe ich immer gedacht, so. Muss nicht weil sein. Nein. Blumenmeeramon. Da haben wir das auch schon gesehen, da gehen wir auch gleich hin. Was zu Black? Ja. Warum erst zu ihm? Der will doch kämpfen. Und? Versuchen. Also ich hätte ja eher. Ja, okay, ich weiß aber, naja, kommt man denn aber zurück, wenn man gegen Blumenmeera? Das reicht doch ja noch genau. Auch wieder wahr. Auf gar nichts. Auf nichts und los! Dann probieren wir es halt. Sollten wir eigentlich schaffen. Naja, nur weil alle hier zu schwach sind, hat er versucht, einen Gegner, der es wert ist, bekämpft zu werden. Irgendwie genau wie das bei Wargreymon das Adventure 2. Aber ich finde es gut, dass man die Wahl hat und ob man machen will oder nicht. Ne? Okay, wir müssen erst Stufe 40 erreichen. Dann können wir gegen Misty kämpfen. Ja, ich habe jetzt viel gesagt. Steinigt mich. Aber Black Wargreymon ist für mich sowieso total überbewertet mit den ganzen Figuren, die auch immer wieder als Recaller kommen. Ne, ist immer dasselbe wie das, was Agumon hat, nur halt in schwarz. Da denke ich mir ehrlich, dann kauf dir doch einfach das Agumon und mal es an. Da hast du sogar mehr von, weil du dann ein bisschen Kreativität damit einfließen lassen kannst. Vielleicht lernen wir ja von ihm eine Feuerattacke. Wirklich? Gott, heil doch nicht so viel hinterher, das ist doch alles noch gut. Nö. Klar, ich würde erst. Ich benutze doch nur die Kleinen außerdem. Ja. Die sind dafür da. Vielleicht sollte ich doch eine Attacke ausgeben. Hab ich doch jetzt. Na, einen noch und dann haben wir ja wieder unsere Special-Form. So stark ist er jetzt nicht. Ja, aber in dem Gebiet danach sind starker und deswegen das. Ich würde sie jetzt trotzdem einsetzen. Nein, lohnt nicht. Ich weiß, dass im nächsten Gebiet alles ist. Ja, aber ich wusste nicht, gehen wir jetzt da gleich dann auch durch, ja, ne? Ich denke, meine Special hebe ich mir lieber für den Herr des Fliegen auf. Na, okay. Wir sind auch eigentlich sogar schon ziemlich nah am Ende. Ja, ich habe jetzt extra Herr der Fliegen genannt, um nicht andere zu spoilern. Aber wer sich so ein bisschen mit den Dämonenlords auskennt, wird wissen. Jetzt hast du gespoilert. Na und? Es gibt aber Leute, die wissen jetzt nur, dass es einer von diesen sieben ist, aber mehr auch nicht. Ja. Also und richtig gespoilert nenne ich das nicht. Ah, da sieht man es auch sogar schon. Ah, du könntest doch jetzt kurz zurückgehen wegen. Oh, ach ja, Leila, man bringt ja trotzdem nichts. Ein Metallgarou. Alle bekämpfen. Technik lernen vielleicht.
würde es trotzdem einsetzen, wenn es schneller geht. Na gut. Es fühlt sich doch bestimmt eh wieder. Weil Metall-Garurumon hat mich ja leider nur gestört, dass das, was der eigentlich an der Rüstung, das ist ja eigentlich so metallblau, ne? Ja, aber das ist muss ja lila. Nicht metallblau sein, kann auch blau sein, aber eben, das ist lila. Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen am Marco. Tut's auch. Das war ja auch, glaube ich, das lila Farben. Ich würde mir wünschen, mal in so einem Digimon World, dass man auch mal so einen Digimon reiten kann. Oder ja, ich meine, einige Digimon sind doch schon da so ein bisschen so mit Tiger-Hugen. Allgemein, dass man mit den ganzen Digimon mehr interagieren könnte. Ah, ja, das gelernt. Stimmt. Die auch mehr streicheln und so. Tamagotchi-like. Das kämpft doch nicht gegen uns. Das ist doch. Ja, ich mag. Der kämpft jetzt auch nicht unbedingt. Ich hasse aber hier diesen Weg, ganz ehrlich. Ja, ich weiß. Nee, hier war nur das. Was ist das? Das zu bedienen. Nein, passiert noch nichts. Okay. Also am besten ist es tatsächlich, wenn man hier mit einem Serum-Digimon geht noch. Mit einem Datei ist auch gut, aber bloß nicht mit einem Virus-Digimon. Weil hier sind sehr viele Serum-Digimon und die wollen dann natürlich kämpfen. Wir brauchen bessere Techniken. Wie eben so easy die Hand hoch. Ich mach dich einfach mal stark. Guck mal, ich frag an dieser Stelle schon mal, welches Digimon sollen wir uns eigentlich als nächstes machen? Das ist natürlich die große Frage, weil Bantioleumon wird wahrscheinlich nicht beim Endkampf dabei sein. Nein, deswegen ja. Also ich sag jetzt nur so spontan, ich wäre wahrscheinlich für Shine-Greymon einfach. Ich wollte jetzt erst War-Greymon sagen, aber das ist ja irgendwie immer da und das ist dann... Also ja, ich wäre für Shine-Greymon. Also nur für den Fall, dass keiner irgendwas schreibt. Dann haben wir schon mal eine Tendenz. Wem würdest du denn eigentlich? Ich würde sogar fast sagen, man könnte uns noch eine Omega und zollen, dafür braucht zwei oder man nimmt einfach Dings. Victory Gray. Ja, dafür muss man ihn aber erst besiegen. Ja, das kriegen wir doch aber hin. Wir müssen ja sowieso für Black Wargreymon auch ein bisschen hochleveln. Das sowieso. Reicht dir das eine Pflaster? Ja. Gut. Und du hast die Magma-Bombe gelernt. Das ist sehr schön. Und die Game World fanden wir die immer sehr toll, ne? Die trifft vor allen Dingen immer. Und verwirrt noch, das ist auch schön. Da ist wieder ein Tiger-Roro, der will mit dem kämpfen. Kacken. Ja, Katzenklo. Ganz ehrlich, dann benutzt er das ja auch gerade mal optimal als Stelle zum Kacken. Aha, okay. Also halt, um den Part zu beenden. Gute Idee. Speichere ich mal ganz kurz noch. Und im nächsten Part schauen wir dann mal nach dem Herrn der Fliegen. Ausgesetzt, den schaffen wir hier schon. Ah, ich wollte trotzdem sagen, Katzenklo, das macht den Bantioleumon. Aber so haben wir jetzt... eine Katze. Ja, mein Gott. Ach, haben wir in dem Part immer noch ein bisschen was erreicht. Boah, immerhin das ganze Feuergebiet, das Wichtigste erklärt und so. Eine Technik gelernt. Das auch noch. Vor allem auch eine gute Technik. Wollen wir mal schauen, was im nächsten Part so ist. Jo, also denne. Bye, bye.